Ist auch. Ja, das, ich frage mich immer, wie man sowas rausfindet. Wie damals in Zeiten von keinen Komplettlösungen und keinem Internet, wie die sowas rausgefunden haben. Nicht nur hier, sondern generell bei den ganzen Sachen, bei den ganzen, bei den ganzen netten Kleinigkeiten, bei den ganzen netten kleinen Secrets. Wo man erstmal nicht genau weiß, wie. Also wie viel Langeweile mussten manche haben, um ja, solche Detektivarbeit zu leisten, muss man fast sagen. Wir werden es herausfinden. Der erste Teil sieht ja erstmal ganz nett aus. Das Ding ist, das habe ich glaube ich schon im normalen LP, das habe ich im Longplay erzählt und das werde ich auch hier erzählen. Einfach weil es stimmt, ich habe dieses Level früher gehasst. Nicht weil es schwer war, sondern wegen den Bienen. Ich hasse. Und das liegt einzig und allein an Animal Crossing. Und Bienen, wer Animal Crossing Wild World gesehen hat, vor allem Videospiele, kann ich nur zu 0% ab. Ich hasse die. Also, Animal Crossing Wild World, wer das LP dazu gesehen hat, weiß Bescheid, Hilfe. Ach, genau, der geht in diesem komischen Muster da, ja, ich weiß schon. Der folgt mir sogar, wusste ich nicht, okay. Also, okay, ich glaube, ich musste rechts oder links für den? Ich glaube links. No, dazu darf ich nicht gestorben sein. Also auf jeden Fall. Animal Crossing Wild World. Ich weiß nicht, ob das meine erste oder meine zweite Begegnung mit Bienen war. Die mir gezeigt hat, dass ich damit nicht alt werde. Ja, und ich glaube, es war die erste. Ja, also auf jeden Fall Animal Crossing Wild World. Lebenssimulation, wer es gar nicht kennt. Animal Crossing könnte ein Begriff sein, aber wenn nicht, ist auch. Warum stöße ich mich an einem Decken-Eckpixel an, ey? Mega unnötig. Also auf jeden Fall konnte man da an Bäumen schütteln und dann kam entweder 100 Sternis, was die Geldeinheit ist, da ins Spiel raus, oder ein Möbelstück, viel vom Baum, oder ein Wespennest. So, und das wusste ich am Anfang nicht. Wie alt war ich da? 9 oder 10 oder so. Und, oder vielleicht auch 12. Aber trotzdem, dann bin ich da, ich so Digga hart am Hasseln, Digga. Ich so Bäume schütteln fürs Geld. Und dann kommt da ein Wespennest raus. Und ich wusste es nicht. Ich hatte der ist auf volle Lautstärke. Und dieser Sound, dieser Bienensound, der hat mich damals, ja, mental zerstört. Ich war nicht mehr derselbe nach diesem Tag. Das ist mega übertrieben. Aber seitdem schüttle ich in Animal Crossing nicht mehr an Bäumen. Und ich hasse seitdem in Crash Bandicoot die Bienen, die in diesem Level auch noch kommen werden. Und zwar genau hier. Vielen Dank. Ihr hört sie jetzt, ich höre sie nicht, denn ich habe meinen Ton ausgestellt. Ich weiß auch wirklich warum. Ja, reicht. Okay. Die sind auch wirklich, die sind eigentlich nicht so schlimm. Also das ist wirklich so ein bisschen kindheitsmäßig. Das ist eigentlich übertrieben, aber man kommt von alten Gewohnheiten eben nicht so leicht. Wo ist denn dieses blöde Ding? Ich habe den Edelsteinschild, aber den wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich habe das schon verpasst, wo ich hin musste. Oh, fuck. Ich habe es echt nicht wahr, oder? Ich habe das echt verpasst. Wahnsinn. Diese Todesplattform ist übrigens mega unnötig, wie man hier sieht. Brauchen wir nicht. Ach nee, es kommt hier erst. Na gut. Dann habe ich schon mal den Edelstein. Ich ficke dich. Okay, gleich durchatmen, alles gut, alles ruhig, ganz ruhig bleiben. Also nochmal. Habe ich die Bienen-Story schon abgeschlossen, dass ich Bienen, ich bin Bienen, braucht ihr nicht mit ankommen. Weder in diesem Spiel noch in diesem Spiel. Und ich glaube, das ist wirklich nur so ein kindliche Vorsicht, brauche ich nicht. Ich könnte den Sound auch ganz problemlos anhören, mache ich aber nicht. Offensichtlich so, du stirbst. Oh, danke schön. Pro forma haben wir das Ding freigeschaltet und einen Edelstein auch direkt mitgenommen. War unnötig, weil wir müssen links sowieso nochmal lang. Aber egal. Also, ich muss irgendwie wieder runterkommen, deswegen nehme ich Totally Fly. Weil ich hier, soweit ich weiß, in Warp Room 4 landen müsste. Ich müsste bei Level 17 rauskommen, 16 rauskommen. Ja, genau. Bei Level 16 war der Geheimeingang dazu und deswegen. Wunderbar. Dig in it. Versuch 2.
dass es wieder zwei Wege gibt, müssen wir, ich glaube, schon zum dritten oder vierten Mal in diesem Spiel backtracken. Den Weg zurückgehen. Und diesmal auch auf alle Kisten achten. Das musste ich ja vorher tatsächlich nicht. Aber das heißt, musste ich nicht. Also hätte ich machen können, aber habe ich nicht. Einfach weil ich sowieso nicht auf regulärem Wege das Level beende. Also. Jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder denke ich, kein Problem. Und dann wäre ich gefickt. Ich lache, aber das ist eigentlich echt deprimierend, weil ich da teilweise. Wie denn? Ich war doch echt nicht im Aktionsradius in diesem Ding. Bitte. Jetzt könnte man sagen, oh, aber oh, jetzt kannst du die Todesplattform gar nicht mehr lang. Ja, ja, komm. Laber mich mal nicht zu. Ich weiß doch, wie das Spiel funktioniert. Blödes! Manchmal können die Sprites sein Leben retten am Rand. Wie bei der Todesplattform, ja. Und manchmal können sie deinen ganzen Tag versorgen, wie hier. Oder wie vorher. Das, als ich mich am Decken Eckpixel am berüchtigten gestoßen habe. Nie hat mich das getroffen. Never. Gebe ich mein Wort drauf. Das war 0% in einem sinnvollen Explosionsradius. 0%. Das kann nicht dein Ernst sein, Spiel. Dann lege ich meine Hand und sonstige Körperteile für ins Feuer. Dass das einfach nur Bullshit ist hier. Jetzt halte ich auch mal meine Maske, das ist schön. Der passt sich auch meinem Muster an. Das habe ich nie beachtet. Ich dachte, die sind einfach so da und machen, was sie wollen. Aber Muster anpassen ist. Nee, der war. So, hier können wir einfach rum. Dann eins. Das ist aber, dass Bienen ein Gegner werden, hätte man an Level 20, wenn man es noch nicht wusste, schon sehen können. Ich meine, das Level hieß Behaving. Ich meine, komm schon. Brauchst du eine Zeichnung oder was? Mit den Worten von Mama Cosmo aufzudrücken. Brauchst du eine Zeichnung oder was? Scheinbar schon. So. Der ist auch wieder. Wenn man da schnell rumgeht, erkennt man gar nicht, dass die irgendwie ein Muster haben, was sich einem selber anpasst. Das ist sehr interessant, würde ich sagen. Das ist für mich jetzt so auch, aber wusste ich noch nicht. Unterfallen? Die Färbung hier gefällt mir schön. Das ist so ein schon dunkler Grünton. Weiß nicht, das finde ich irgendwie cool. Okay, da. Wenn da TNT drin gewesen wäre, das wäre einfach nur arschig gewesen. Und die Kiste da oben habe ich natürlich gesehen und mitgenommen. Musste da oben lang, ne? War da oben was? Sag bitte nicht, sag. Ich werde es einfach der Vorsicht halber nochmal machen. Ich glaube nicht, dass da oben was war. Möchte es nicht riskieren, widerlegt zu werden. Deswegen, ab nochmal. Ich kann mich an sowas nicht erinnern, dass da irgendwie das... Weiß ich nichts. Also nochmal eins, zwei. Ist ja alles kein Problem. Komm ich da eigentlich hoch? Nee, da komme ich gar nicht hoch. Das kann gar nicht sein. Okay, unnötiger Tod. Ich glaube, das ist einfach nur, dass man nicht, was weiß ich, das ist keine Ahnung. Ist mir auch echt egal. Also am Ende doch relevant war, bin ich einfach sauer. Ich verstehe nicht ganz, wie man da hochkommen sollte, realistisch. Ich bin so auf dem Level gestorben, warum darf ich nochmal? Ich verstehe es nicht. Das macht leider 0% Sinn. Dann sollte man bitte den Totenkopf da wegmachen. Und nicht eben irgendwie als Todesplattform deklarieren. Das doesn't make sense, man. Doesn't make sense. Das ist auch sowas, was man mit Safe Sets toll machen kann. Backtracking hier. Weil immer, weil es immer einen Bienengegner gibt, ist Backtracking so sinnvoll. Quatsch. Also Backtracking ist Müll. Safe Setten ist so sinnvoll hier. Das glaubt man vielleicht gar nicht. Aber ich... Schon wieder! Ich hab... Nein! Nicht gut! Alles gut! Also, ach komm, scheiß drauf. Wer braucht denn die? Okay, ich brauch sie. Ich wollte es nur mal probieren. Entschuldigung mal. So, ich sollte auch ein bisschen aufpassen, denn ich habe noch 14 Leben und das Backtracking wird einige Leben beanspruchen. Also zu unvorsichtig sein wäre hier nicht das, was man sehen möchte. Das ist doch einfach nur lächerlich, wirklich. Dankeschön, Spiel. Zu freundlich. Ich sollte es trotzdem nicht an den Nitro-Kisten verschwenden. Denn
der Weg zurück ist deutlich schwerer als so ein paar komische Nitro-Kisten. Es gibt ja auch keine Möglichkeit, die irgendwie pro forma zu zerstören schon vorher. Das ist leider nicht möglich. Was ich allerdings machen kann, ist die Piranha-Pflanzen vorher kaputt zu machen. Nein, 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 okay. Das kann wichtig werden. Wenn er zurückgeht, auf ein paar Gegner aufpassen, kann nicht so verkehrt sein. Also weiter geht's. Das hat man auch schon gesehen. Die Bienen sehen auch wirklich nicht so schlimm aus oder so, aber sie sind einfach da. Danke fürs Leben. Okay, danke fürs Leben! Nein! 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 Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nope, 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 nope! Hier ist Ende, ne? Genau, hier ist Ende. Also ich darf den ganzen Weg wieder zurück. Und ich habe wirklich keinen Bock drauf. Ich habe 0% Bock drauf, diesen Weg back zu tracken. Nicht, weil er schwer ist, sondern... Aber eigentlich schon. Ich habe mich doch gerade gedreht. Das ist Schwachsinn, ernsthaft. Das ist einfach nur Müll. Sowas darf es dir gar nicht geben. War da überhaupt noch eine Kiste da hinten oder bin ich einfach nur zum Spaß da weiter? Also, da war doch nichts mehr, oder? Kann das sein? Da war der Edelstein und fertig. Da, ich hätte schon von vornherein zurückgehen können. Toll. Fuck. Okay. Ich weiß ja den ersten Weg vom Teil vom Weg gar nicht mehr heißt. Ich darf schauen, wie ich zurechtkomme. Mann, ich drehe zu spät. Fuck, ich höre dich. Ich habe jetzt auch Ton an, weil ich muss Ton an haben. Und das beweist, ich habe kein Problem mit Ton zu spielen. Aber es ist... Also so eine Kopfsache einfach. Also... Also merken, direkt nach... Sobald ich über den Abgrund springe, sofort drehen. Merkt, Punkt aus Ende. Danke. Genau, sobald man hinterm Wespennest oder Bienennest ist, kein Problem. Alles sauber, die machen keinen Stress mehr. Sollte die Plattform nicht nutzen. Nein, nein, nein! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Ich sag, fick dich, verpiss dich! Genau, und jetzt kommt der Spaß hier. Wenn ich hier sterbe, raste ich aus. Dann bin ich echt sauer. Wirklich, dann... Dann ist Polen nicht nur offen, sondern geschlossen. Nicht versagen. Bitte nicht versagen. Bitte, Crash, bitte. Und mit Crash meine ich mich. Weil ich spiele ja. So. Ganz ruhig bleiben. Nicht irgendwie Schmu veranstalten. Scheinbar sind die Bienen von uns gewichen. An diesem Abschnitt gerade heißt ich darf rum, 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 rum. Und ich krieg kein... Oh, ich krieg für die Stelle kein Checkpoint, wirklich. Ja! Und geschafft und raus. Ich bin raus. Ficken, ficken. Ich glaube, unterirdisch kann ich von den Dingern nicht getroffen werden. Und das ist auch wirklich besser so. Oh, scheiße. Mein Herz ist kaputt, wirklich. Ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur noch raus aus diesem Irrenhaus. Bienenstöcke kann man übrigens unterirdisch nicht kaputt machen, nur so als Info. Wer es unbedingt wissen wollte, jetzt seid ihr schlauer. War da sowieso unnötig, weil man sowieso, wann, ne? Ist aber auch logisch irgendwie. Okay. Mal Bienen nicht weg, Bienenstöcke nicht wegdrehen. Bienen kann man wegdrehen von unter der Erde, aber Bienenstöcke tatsächlich nicht. Kann einem zum Verhängnis werden. Genau wie hier, fuck! Boah, zum Glück ist Crash da hinten in so einer, ja, Unbesiegbarkeitsphase. Das heißt, der kann nicht zerstört werden. Weil wenn, dann wäre ich jetzt krass gefickt. Ich benutze, glaube ich, so oft das Wort gefickt hier, aber auch völlig zu Recht. Wie lange schon? 3 Stunden. Wie lange hat der Warp-Room schon gedauert jetzt? 1 Stunde? Ich sitze 1 Stunde an dem Warp-Room. Ich dachte eigentlich, ich sitze schon viel länger hier dran. Aber gut, also nochmal speichern, dann sind wir auf dem Weg zum
Zum letzten Warp Room. Ich kann echt nicht mehr. Also nach dieser Aufnahme habe ich echt keinen Bock mehr auf den Speedrun. Das mache ich morgen oder so, aber. Das muss echt nicht sein. So, Behaving! Der Bienenspaß geht weiter und uns fehlt uns ja noch. Warum auch immer, aber okay, uns fehlt noch ein farbiger Edelstein. Den wir vielleicht ja hier bekommen. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nur so erwähnt, aber ich glaube, wir bekommen ihn. Dieser Typ kann uns übrigens kaputt machen, während wir unter der Erde sind. Da kommt eine sehr schöne Todesanimation, nämlich dann kommt ein Grabstein. Dann ist man auch tot. Diese Bienenstöcke haben. Die sehen ein bisschen anders aus als die vorigen und das hat auch eine Konsequenz. Nämlich, dass nicht mehr eine Biene rauskommt, sondern jetzt viele. Also mit vielen meine ich was, 4, 5 oder so. Das war unglaublich doof. Wir können es immer gucken, so hier zum Beispiel. Ach ne, der will nicht. Ja, dann eben nicht. Kein Problem. Vielleicht. Hier vorne, wenn ihr nicht wollt, ne? Ich habe kein Problem. Ach so, ich glaube, weil ich unter der Erde war. Ja, ja, genau, genau. Da kommen sie nämlich angeschissen, die ganzen Fettsäcke. Jawohl, wunderbar. So, das ist auch wieder eine Timing-Sache, weil... Zu spät! Ich bin zu spät! Ich bin zu spät! Ich bin zu spät! Das Timing ist alles andere als einfach. Mit alles andere als einfach meine ich, es geht schon. Es gibt wirklich schlimmere Stellen, aber... Ja, stimmt, die Bienen kommen nicht mehr unter der Erde. Ist ja klar, das habe ich fast vergessen. Fast meine ich, das habe ich komplett vergessen. Das ist already forgotten. So, verpisst euch. Hier unten könnt ihr mir gar nichts anhaben. Ich als Ben, ich gut bin ein guter Gräber. Was? I can't even. Okay. Hier durch. Hier durch. Hier durch. Also es ist keine wirklich schwere Timing-Sache, hat man gesehen. Kann man ganz locker machen. Man kann auch nicht getötet werden von Bienen, wenn man schon in der in den Boden reindreh-Animation ist. Also sobald die Animation läuft, ist man unantastbar. Das ist sehr gut. So, und die Nitrogisten bewegen sich gar nicht. Geheim, geheim. Es gab in der Beta, die mal irgendwann rausgehauen wurde, die bekannt wurde, waren die unteren beiden Stufen der Kiste tatsächlich echte Nitrokisten, nur die oberen vier nicht heißt. Also man musste aufpassen. Und, ach, weißt du, ganz ehrlich, ich mach diesen ganzen Scheiß nicht. Ich habe einen Edelstein und raus. Wer den Edelstein hat, hat den Edelstein, sag ich dir mal. Hate is gonna hate und so. Ich hab den Edelstein. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. Ba-ba-ba-ba. Okay. Ich könnte echt ein bisschen schneller machen, weil einfach so. Weg. Weg dazu, aber das wissen wir ja schon. Ich weiß, ich glaube, die haben ein festes Muster wieder. Die vorher hatten es nicht, aber die müssten echt ein festes Muster haben. Ohne Garantie. Nein! Ja, ich weiß schon, warum ich ein bisschen mehr Risiko gegangen bin. Wer ein Checkpoint hat, kann den sich auch leisten. Uiuiui. Tipo, nur ein bisschen, ne? Komm, ein bisschen wieder, ne? Also, komm, wir ein bisschen runter, mein Freund. Das geht. Okay. Es kommen relativ viele Checkpoints hier, habe ich so das Gefühl. Aber es ist nicht so, als könnte ich es beim Level nicht verstehen. So. Genau, stimmt, man konnte da am Rand vom Bonuslevel konnte man sich da festhaken. Das ging tatsächlich, ja, ich erinnere mich. So, wo sind meine netten Bonuslevel von früher hin? Wo sind sie? Das hat nichts mehr mit Netz zu tun, dass man mir da, 15 Nitro-Kisten vorsetzt, oder wie viele es waren. Das waren auf jeden Fall genug. So viele, um von mir als nett bezeichnet zu werden. 2, 3, locker. Jawohl! Das ist ja wirklich relativ wenige Kisten, also. Vielleicht bin ich noch von Cold Hard Crash beeindruckt, von diesen 155 waren es, glaube ich, am Ende sogar. Ja, es waren 155 am Ende. Und da sind 40 dagegen, also ungefähr gar nichts. Wir haben später noch einen draufgelegt. In Crash Bandicoot Warp gab es dann 190 oder so? Ich weiß es gar nicht. Also in Crash Bandicoot 4 gab es auf jeden Fall einen mit 209, glaube ich. Nämlich Gold Rush.
Goldfieber ist Level 22. Hatte da einiges. Naja, ich weiß schon, warum ihr angeschissen kommt, Freunde. Ich bin nicht doof. Ja, kommt ihr ran oder kommt ihr ran? Ihr kommt ran, ihr Bobs. Na klar. Ich komme erstmal raus hier. Danke, danke, schalalalala. Ja, also da waren die anderen beiden wirklich schwieriger. Vor allem Level 17 mit dem Backtracking. Level 18 mit dem Backtracking. Wirklich unschön. Level 19 mit dem... Naja, gut, das war meine eigene Schuld, aber trotzdem. Hallo, N-Cortex, was geht's so? Crash, ich habe herausgefunden, dass unsere Gegner angeführt werden von Dr. Nikos Brio, dem Erfinder des Evolverate. Brio war damals verantwortlich für unser Missverständnis. Er hat mich gezwungen, ihm bei seinen Weltmachtplänen zu helfen. Und jetzt versucht er schon wieder. Er wird sich uns in den Weg stellen. Sei vorsichtig, Crash. Verwende die Plattform. Und gib die Kristalle Engine. Also jetzt? Das ist interessant. Also die drei Gegner, die drei Bossgegner vorher. Ich speichere mal kurz. Also die drei Bossgegner vorher waren quasi alle Dingens, ja? Die drei Bossgegner vorher waren also alle von N-Brio, zumindest sagt er das. Und jetzt, so bei Engine, jetzt sollen wir ihm die Kristalle geben. Obwohl wir noch nicht alle 25 haben. Warum greift er uns dann an? Ihr könnt ja einfach fragen, Crash, gibst du mir bitte die Kristalle? Und dann sage ich ja. Aber nein, ich darf nicht, also gut. Das eben nicht, kein Problem. Geben Sie mir die 20 Kristalle, die Sie gesammelt haben. Ja, cool, wenn du kurz... Komm kurz her und ich gib sie dir. So, hier. Nee, noch nicht. Okay, und jetzt... Na, jetzt kommt der erste Angriff. Ich hätte schon einen Laserfeuer kaputt machen können. Das hätte schon klappen können, aber na gut. Das gibt's auch nicht, du musst ja... Jawohl, der erste... Ja, Alter, wenn du mich angreifst, du kriegst ja nicht mehr die Chance, dir die Kristalle zu geben, dann bist du selber schuld oder was, Junge? Okay. Nummer zwei, dann die zwei Raketenschultern. Und noch der grüne Laser des Todes. Okay. Ja. Ist ein bisschen mühselig, so mit Wumpas zu ziehen und alles. Ich glaube, die kommen von rechts jetzt. Ja, genau. Also ich stehe jetzt tatsächlich sicher gerade. Wie viele brauche ich denn da? Das gibt's ja gar nicht. Das war der erste. Genau, wenn es nur noch drei gibt, dann kommt jetzt nämlich ein anderes Angriffsmuster. So, genau. Letzte Chance, letzte Challenge. Und Feuer. Komm. Und ich glaube, das könnte jetzt reichen. Ja! Das habe ich auch in einem Speedrun gesehen, dass man... Dass er... Nee, der Zorn ist Gottes, kommt erst in zwei Spielen. Das ist er noch nicht jetzt. Das habe ich auf jeden Fall in einem Speedrun gesehen, dass man... Engine... in seiner letzten Form dreimal treffen kann und dann die anderen zweimal reichen, um ihn zu zerstören. Herr Cortex, was geht so, ne? Bitte. Was ist dein Problem, Bandicoot? Ich werde dich nicht noch einmal bitten, mir die Kristalle zu bringen. Hol die übrigen 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir! Ja, dann, noch nicht.